Ein gutes Cordon Bleu lebt von guten Zutaten. Die Kombination aus Schweinsnierstück, getrocknetem Speck und Appenzellerkäse ist für mich eine der absolut besten. Einpacken und alles gut andrücken. Gewürzt wird mit Salz und Pfeffer. Anschließend kommt Mehl, Ei und Panko-Paniermehl. Bei mittlerer Hitze goldbraun braten, bis der Käse flüssig ist. Dann ist das Cordon Bleu fertig. Viel Spaß beim Nachkochen!